Herzlich willkommen zum Kurier Business Gespräch. Heute mit einem Top-Player aus der Immobilienbranche, nämlich Eugen Otto. Er ist Eigentümer und Geschäftsführer der gleichnamigen Immobilienfirma Otto Immobilien. Ein Familienbetrieb, der schon 1956, damals noch von seiner Mutter, gegründet wurde. Damals als Hausverwaltung, und heute ist Otto Immobilien einer der Top-Player im Land. Otto Immobilien verwaltet, bewertet, vermarktet in allen Bereichen wie etwa Wohnen, Gewerbe, Investment und Zinshaus. Wir reden also heute über den Immobilienmarkt, und da gibt es wahrlich viel zu reden. Aktuell redet man über Preise, über den Markt, über Preisbremsen, und wir wollen ausloten, wie der Markt dasteht. Herzlich willkommen, Eugen Otto. Danke sehr für die Einladung. Ganz generell gefragt, und das fragen sich viele gerade, ist Wohnen in Österreich zu teuer? Es ist immer eine Sache der Betrachtung, ob man von der Seite des Wohnungseigentums und des Eigentümers oder Seite der Mieter oder der Eigennutzung ausgeht. Wohnen ist in den letzten 10 Jahren unglaublich teuer geworden in Österreich. In anderen Ländern ist Wohnen auch extrem teuer. Wir haben eine sehr starke Verteuerung in den letzten 10 Jahren erlebt. Es hängt immer von der Lebenssituation ab. Was ist teuer, was ist zu teuer? Es ist auch immer die große Frage, ist Eigentum erstrebenswert oder soll man mieten? Ebenso wie diese Frage hängt vieles von der persönlichen Lebenssituation ab und von den Umständen, von der Planung, von der Lebensplanung. Wie lang bleibt man in einer Wohnung, wie lang bleibt man in einem Haus und welche Möglichkeiten hat man, mit welchen Möglichkeiten ist man schon ausgestattet und welche Möglichkeiten kann man sich selber durch eigene Arbeit schaffen. Da haben Sie jetzt viele Themen schon angerissen, aber wenn Sie sagen, Wohnen ist unglaublich teuer geworden, warum ist das so und warum hat sich das so in die Höhe geschraubt? Also ich glaube, dass man auch immer die Ausgangsbasis betrachten muss, und Wohnen, vor allem das Wohnen zur Miete, war in Österreich traditionell sehr billig, wenn man vor 10, 15, 20 Jahren auch ins Ausland geschaut hat. Das ist ein relativ geringer Anteil des Haushaltseinkommens für Wohnen aufgewendet worden. Das hat, muss man aus der historischen Entwicklung betrachten, das hat mit dem umfangreichen Mieterschutz, also dem preisrechtlichen und dem kündigungsrechtlichen Mieterschutz zu tun. Das hat mit einer ganz enormen, in Europa einzigartigen Deckelung von Bedingungen beim Mietzins, bei der Vermietbarkeit, bei der Dauer der Vermietung zu tun. Und deshalb wird durch die einzelnen mietrechtsgesetzlichen Novellen, die seit 1982, seit dem Krafttreten des MRG, des Mietrechtsgesetzes gegeben hat, wird die Preissteigerung beim Wohnen extrem deutlich wahrgenommen. Mhm. Und wenn es Eigentum zu erwerben gibt in Österreich und insbesondere jetzt in Wien, wenn wir da drauf schauen, dann war Eigentum vor 20, 25, 30 Jahren deutlich zu billig, auch wenn man den internationalen Vergleich anschaut. Und natürlich, wenn es dann Steigerungen gibt, wie wir sie in den letzten 10 Jahren erlebt haben, dann wird das als extrem wahrgenommen. Es gab solche Steigerungen, dass teilweise schon von Überhitzung oder Blasenbildung die Rede war. Können Sie mit solchen Worten was anfangen oder ist das für Sie übertrieben? Blase oder Überhitzung ist auch eine relativ individuelle Betrachtung. Wir haben in den letzten vielen Jahren ganz extrem niedrige Zinsen gehabt. Es war da so, dass die Nachfrage, und wenn wir jetzt also an die Finanz- und Wirtschaftskrise 2008 nochmal zurückdenken, dort wurde aus, ich würde fast sagen, panikartigen Situationen in Immobilien investiert. Und es gab gar nicht so viel Ware, wie die Menschen in Sicherheit bringen wollten, in die Sicherheit von Ziegelgold oder Betongold. Und daher ist es auch so gewesen, dass der Nachschub extrem gering war. Es ist relativ wenig lange auf dem Markt geblieben. Es war beabsichtigt, einfach in Immobilien zu investieren. Und dadurch, wenn es ein geringes Angebot gibt und eine hohe Nachfrage gibt und ein Interessent vielleicht einen anderen überbietet, weil er eine Wohnung unbedingt haben möchte oder auch ein Haus, das hat dazu geführt, dass die Preise gestiegen sind. Und die Banken und die Finanzierungssituation hat natürlich auch ihren Beitrag geleistet. Bei Zinsen von 1% oder unter 1%
ist es natürlich auch relativ einfach, sich auf einer Excel-Tabelle sozusagen schön auszurechnen am Papier, wenn die Zinsen so bleiben würden, dann geht sich das alles sehr gut aus. Mhm. Aber dieses Paradigma ist jetzt anders. Ja, wir haben diese Rahmenbedingungen verlassen. Die Zinsen für Kredite sind gestiegen. Auch die Wohnungspreise sind gestiegen, die Hauspreise sind gestiegen. Was ist denn aktuell gefragt? Was geht bei Ihnen gut weg in Miete und Kauf? Und worauf bleiben Sie eher sitzen, was ist schwer zu verkaufen oder zu vermieten? Also wenn wir vom ganzen Immobilienmarkt jetzt den Bereich Wohnen, dieses Tortenstück uns anschauen, es gibt natürlich auch die Bereiche Gewerbe, es gibt die Bereiche Büros, es gibt die Bereiche von Sondernutzungen, von Hotels, Studentenheimen und anderen. Aber wenn wir jetzt nur das Wohnsegment anschauen, dann sind die Objekte gefragt, die in verkehrsgünstigen, ruhigen Lagen sind, die ein vernünftiges Preisniveau haben, das heißt, dass es für die Familie Otto Normalverbraucher leistbar ist, eine Wohnung auch finanziert zu bekommen. Die neuen Regeln, die es seit einem Jahr gibt, was es diese strengen Vorschriften für die Finanzierungen betrifft, also 20% Downpayment, 40% maximal vom Haushaltseinkommen, maximale Dauer 35 Jahre, werden hoffentlich gelockert werden. Also das, was gut geht, sind Eigentumswohnungen in einem guten Schnitt, in einer Größe, wo die Anzahl der Zimmer in einem guten Verhältnis mit den Quadratmetern ist. Mhm. Also eine Dreizimmerwohnung mit 120 Quadratmetern ist schwierig. Mhm. Eine Dreizimmerwohnung mit 85 Quadratmetern ist gut, weil ich habe auf relativ wenig Quadratmetern eine gute Nutzung. Das, was in den letzten Jahren glücklicherweise auch sehr stark und gut gebaut wurde, sind Außenflächen. Mhm. Es gibt also gerade, wenn Sie in den Flächenbezirken schauen, kaum mehr Wohnungen ohne Außenflächen. Mhm. Das ist gut, weil das braucht der Mensch. Und das, was ein bisschen schwieriger zu werden scheint, sind sehr teure Mietwohnungen. Mhm. Also sowohl große, sehr große Mietwohnungen, als auch Mietwohnungen, die Preise am Quadratmeter von 15, 16 Euro haben. Dazu kommen Betriebskosten, die steigen. Mhm. Dazu kommt beim Wohnen auch die Umsatzsteuer. Dazu kommt die Energie. Also alles, was die monatliche Belastung in einem gesunden Verhältnis sein lässt zur Haushaltsgröße, mhm, zum Einkommen, geht gut. Das ist vielleicht ein bisschen unpräzis, aber es gibt keine fixe Regel. Jetzt haben Sie schon die Teuerungen angesprochen, Preissteigerungen bei den Betriebskosten. Auch die Mieten sind stark in die Höhe gegangen. Wie verändert das den Markt im Moment? Und spüren Sie so etwas wie, und das höre ich aus dem Immobilienmarkt, dass es im Moment zu einem Stillstand gekommen ist, wo sich keiner bewegen will? Also es gibt eine reduzierte Geschwindigkeit im Bereich von Kauf und Verkauf. Aber dort, wo es um das Anmieten von Wohnungen geht oder wo es um das Befriedigen der Bedürfnisse geht, dass eine Familie wächst und daher mehr Platz braucht, dort gibt es diesen Stillstand nicht. Es ist natürlich so, dass die Unsicherheit größer geworden ist, die Sorgen sind größer. Dort, wo in einem Haushalt, egal ob jetzt für das Wohnen oder für andere Anschaffungen, Kreditrückzahlungen im Spiel sind, dort sind sozusagen die Verantwortlichen für den Haushalt in wirtschaftlicher Art in der Familie natürlich nervös. Wird sich alles ausgehen? Die Energiekosten sind derartig gewaltig gestiegen. Die sind ja, wenn Sie so wollen, die zweite oder dritte Miete. Also neben der ersten Miete, dem Hauptmietzins, sind die Hausbetriebskosten die zweite Miete und die dritte Miete. Dritte Bestandteil sind die Energiekosten. Die Nachrichten, die wir hören, sind gut, dass die Gaspreise wieder gesunken sind. Und die Nachrichten sind auch gut, wenn nicht ideal, dass die Preise weitergegeben werden an die Konsumenten. Aber das wird wohl noch dauern. Mhm. Gab es eine Preiskorrektur 2022? Man spricht so von -10% auf dem Kauf- und Mietmarkt. Haben Sie das auch so wahrgenommen? Und vor allem, Sie haben jetzt über die Sorgen und Preise, die steigen, gesprochen. Was erwarten Sie für 2023? Kann es sogar so weit kommen, dass wir Mitte des Jahres wieder sehr viele Objekte auf dem Markt haben, weil Menschen verkaufen müssen? Also die Entwicklung, die wir seit dem Ende der ersten Jahreshälfte 2022 sehen, ist, dass die Anzahl der Transaktionen, also die Menge der Käufe und Verkäufe,
in allen Bereichen eigentlich nachgelassen haben. Das war ein Zeitpunkt, wo zu dem wir gesehen haben und der Markt, die Märkte auch wahrgenommen haben, dass die Zinsen steigen. Das war wahrscheinlich das dritte Quartal des letzten Jahres, war wahrscheinlich der Zenit der Unsicherheit. Was wird sein? Was macht dieser furchtbare Krieg mit uns? Was machen diese katastrophalen Nachrichten über Energieknappheit, über die explodierenden Energiepreise? Das sind alles Themen, die in einem Konzert dazu beigetragen haben, dass die Stimmung von Unsicherheit geprägt war. Wir erleben, das war auch noch bis zum Jahresende 2022 der Fall, wir erleben ein neues Realitätsbewusstsein, möchte ich das nennen. Das ist jetzt kein überschäumender Optimismus, aber das ist eine reale Betrachtung der Situation. Wir haben gesehen, dass es Transaktionen zu kaufen gibt. Es gibt eine Ware, es gibt, egal ob das jetzt Wohnungen sind oder Häuser sind, auch Zinshäuser, es gibt Ware, es gibt dadurch, dass die Zinsen gestiegen sind, wir müssen immer unterscheiden zwischen den Konsumenten und Konsumentinnen und den professionellen Händlern oder denen, die kaufen, verkaufen, entwickeln. Bei den professionellen Händlern und Entwicklern ist der Einfluss der gestiegenen Zinsen und die Zurückhaltung in diesem raschen Einkaufs- und Verkaufsprozess hat für Unsicherheit gesorgt. Dort war es so, dass, und ist es auch noch so, dass durch die gestiegenen Zinsen viele, die vieles eingekauft haben, sehr, sehr, sehr sorgfältig abwägen müssen, was kann ich mir behalten, was kann ich mir leisten und wo muss ich in due time schauen, dass ich es verkaufen kann. Und zwischen dem privaten Markt. Also das sind schon zwei ganz wichtige, also eine ganz wichtige Unterscheidung, diese beiden Gruppen. Bei den Konsumentinnen und Konsumenten ist es so, dort, wo es einen Bedarf gibt, eine neue Situation herzustellen, eine Wohnung zu vergrößern, zu verkleinern oder die Möglichkeit gibt, eine Eigentumswohnung zu kaufen, dort wird auch agiert. Es wird langsam agiert. Das Angebot, wie Sie auch beschrieben haben, ist größer geworden. Ich kann mir endlich einmal mehr aussuchen. Ich bin in Driver's Seat, wenn ich kaufen will. Ich kann auch in einzelnen Situationen Preise verhandeln. Und ich kann auch Verhandlungen durchsetzen. Das ist allerdings wieder sehr individuell. Wo gelingt es mir und wie viel gelingt es mir? Da lohnt es sich, einen professionellen Berater an der Seite zu haben, der einen irgendwie durch diesen Dschungel des Marktes begleitet und beratend zur Seite steht. Aber wenn die Möglichkeit da ist, das richtige Objekt zu haben, wenn der Bedarf da ist, dann wird auch gemietet und dann wird auch gekauft. Aber eben zögerlicher. Als das noch vorhin hat das an Ihrer Verwertungsdauer etwas geändert? Haben Sie jetzt Objekte länger bei Ihnen zum Verkauf und zur Miete? Ja, ein wenig, aber nicht so dramatisch. Aber was sich auch verändert hat, und darüber haben wir noch nicht gesprochen, sind die Voraussetzungen für Entwickler. Die Preise, die Baupreise sind teurer geworden, die Lieferzeiten und die Verlässlichkeiten über Lieferungen sind sozusagen unsicherer geworden. Das ist etwas, was natürlich den Bauprozess verlängert. Es verteuert den Bauprozess. Und da haben wir leider einige Projekte, die wir betreuen, die nicht schon im Bauen sind, wie sie sein sollten, wo man dann auch verkaufen könnte, sondern da ist es so, dass die einfach ein bisschen sich verspätet haben. Wie sehen Sie denn Eingriffe in den Markt? Wir haben Energiepreise, die gestützt werden, wir haben eine Gaspreisbremse, wir überlegen und denken nach über eine Mietpreisbremse. Was sagt der Experte dazu, der ja auf der anderen Seite steht und Objekte vermietet oder verkaufen möchte? Und wahrscheinlich, was Marktmanipulationen angeht, gar nicht so glücklich darüber ist, oder? Ja, also Manipulation heißt für mich ein künstlicher Eingriff. Ich finde, dass bei allen Transferleistungen oder bei allen Unterstützungsleistungen braucht es ein gutes Augenmaß, es braucht Fairness. Ich muss auch aus anderen Situationen lernen. Beispielsweise könnten
die Österreicherinnen und Österreicher aus der Situation der Deutschen lernen, wo es ja auch unterschiedliche künstliche Eingriffe in den Markt gab. Ich denke, dass man auch unterscheiden muss, von welchen Objekten spricht man. Spricht man vom Altbau, ein altes Zinshaus, eine Altbauwohnung, die im Vollanwendungsbereich des Mietpreisgesetzes steht, wo ich ohne dies schon eine künstliche Obergrenze für den Mietzins habe, Richtwert nicht. Oder ist es im Neubaubereich, wo ich ohne dies eigentlich nur die Grenze des angemessenen Anstandes oder des Wuchers habe, beziehungsweise dort, dass einfach der Markt auch nicht mehr als bestimmte Preise zahlt. Ich glaube, dass das Augenmaß fehlt, wenn ein drastischer Eingriff in auf der einen Seite das Eigentumsrecht des Vermieters kommt und auf der anderen Seite Möglichkeiten, die zur Wahl stünden, aus meiner Überzeugung. Das heißt, Unterstützungsleistungen, die wirklich treffsicher sind, also Mietzinsbeihilfen, dort, wo es notwendig ist. Und es gibt ganz sicher breite Gruppen, in denen Mietzinse mit dem in der Familie zu erwirtschaftenden Einkommen nicht sozusagen nicht passen. Energiepreisunterstützungen auch treffsicher. Die Gießkanne einer Mietpreisbremse halte ich für unfair und unangebracht. Und ich habe auch ein bisschen so den Eindruck, dass die politischen Verhandlungen da auch andere Dinge mit einbeziehen, die in Wahrheit mit der Notwendigkeit des Marktes nichts zu tun haben. Ein anderer Eingriff wäre eine Leerstandsabgabe. Was sagen Sie dazu? Da muss man auch überlegen und hinterfragen, für welche Objekte wird eine Leerstandsabgabe sozusagen in Betracht gezogen. Jeder Eigentümer, der eine Wohnung hat, die leer steht, hat ja schon einmal einen doppelten Verlust. Er muss seine Betriebskosten zahlen und hat keine Mieteinnahme. Also wenn jemand in der Lage ist, aus bestimmten Gründen eine Wohnung eine Zeit lang nicht zu vermieten, um sie vorzuhalten für sich selber, für jemanden aus der Familie, dann ist das ohne dies durchaus eine Strafe für ihn. Also das ist ein Vermögensnachteil, den er dadurch selber in Kauf nimmt. Dass mutwillig jemand, um es dem Markt vorzuenthalten, eine Wohnung leer stehen lässt, ist ja zuallererst sein eigener Schaden. Ich denke, dass es ich glaube, dass man eine Leerstandsabgabe nicht braucht. Ich glaube, dass es wichtig wäre, auf der einen Seite treffsicher die Haushalte und die Familien zu unterstützen, bei denen es sich wirklich nicht ausgeht. Und da, glaube ich, haben die Kommunen eine wirklich wichtige und große Aufgabe, nicht nur Wien, mit Gemeindewohnungen. Ich kann nicht sagen, wie treffsicher die Wohnungen belegt sind oder nicht. Das ist ja, sind ja immer nur Gerüchte, über die man hört. Aber es gibt ein fantastisches Sozialwohnungssystem. Es gibt fantastisch geförderte Wohnungen, sowohl im Eigentum als auch zur Miete. Es gibt auch genossenschaftliche Situationen, wo für das leistbare Wohnen Vorsorge getroffen wurde und wird, auch durchaus mit einem sehr hohen Einsatz von öffentlichen Mitteln. Ich glaube, dort in diesem Bereich muss der Markt unterstützt werden, müssen die Menschen unterstützt werden, die mit ihrem ganz normalen Haushaltseinkommen sich das Wohnen nicht oder nicht in dieser Form auch die Energiekosten leisten können. Und der freie Markt soll dort gestützt oder unterstützt werden. Und da finde ich also durchaus auch, dass die Politik unter ihren Möglichkeiten agiert. Jeder Eigentümer, der in sein Haus nachhaltig investiert, sollte die Möglichkeit haben, hier auf eine bestimmte Zeit lang diese nachhaltigen Investitionen auch wieder zurückverdienen zu können. Ich habe jetzt schnelle Fragen für Sie und ich bitte Sie immer nur um einen Satz. Wie sehen Sie die ewige Frage kaufen oder mieten? Lebenssituationsabhängig. Es gibt Kauf-Muss-Situationen und Miet-Muss-Situationen. Wo soll man wohnen, Altbau oder Neubau?
hochindividuell. Welche Männer sind die hübscheren, die Blonden oder die Schwarzen? Wo soll man investieren, Altbau oder Neubau? Wirtschaftlich sinnvoller ist es im Neubau, kulturell anspruchsvoller ist es im Altbau. Mhm. Lieber Stadtwohnung oder Haus im Grünen? Lebenssituation abhängig. Wie alt sind Ihre Kinder? Wo agieren Sie? Wo arbeiten Sie? Das kann nur in dem Zusammenhang betrachtet werden. Stichwort Vorsorgewohnungen für die eigene Pension oder für die Kinder? Beides. Alter Immo-Spruch, Lage, Lage, Lage. Stimmt das immer noch oder hat sich das verändert? Stimmt immer noch. Lage, Lage, Lage. Es gibt noch ein paar Attribute rundherum, die da heißen wie, ist es meiner Lebenssituation angemessen? Mhm. Kann ich es mir leisten? Wie schaut es in der Familie aus? Mhm. Wo ist meine Lebensphase und wie entwickelt sie sich weiter? Und allerletzte, wann würden Sie als auch Eigentümer von Immobilien, wann würden Sie eine Immobilie verkaufen? Einfache Antwort, es ist immer nur das Bessere, der Feind des Guten. Mhm. Wenn ich eine Immobilie besitze und ich mit dem Erlös dieser Immobilie etwas anderes, was mir oder meiner Familie oder meinem Umfeld oder meinem Unternehmen dienlicher ist, dann würde ich verkaufen und würde sozusagen den nächsten Schritt gehen. Mhm. Herzlichen Dank, Eugen Otto, für das sehr spannende Gespräch rund um den Immobilienmarkt. Das war das Kurier Business Gespräch von dieser Woche. Ich verabschiede mich von Ihnen. Auf Wiedersehen.